Ja, Steffen, man hat heute hier in der Flens Arena ein bisschen was anderes erwartet. Der Gegner kommt vom Tabellenende, dann so ein Spiel. Wie hast du es gesehen? Ja, natürlich wollten wir das Spiel heute unbedingt gewinnen und das ist auch ein Pflichtsieg, dass wir zu Hause gegen Amsterdam gewinnen. Und wir sind aber nicht so ins Spiel reingekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Da hast du schon recht, ja. Und habt ihr den Gegner unterschätzt und habt gedacht, das wird hier ein leichtes Ding, Heimspiel, die nehmen wir noch schnell vorm Champions-League-Spiel gegen Gorenje mit? Ah, das glaube ich nicht. Aber irgendwie sind wir insgesamt als Mannschaft nicht so ins Spiel reingekommen von vorne. Und ja, dann ist es auch eine Erstligamannschaft und wenn wir dann nicht schaffen, aus einer stabilen Abwehr unsere Gegenstöße zu laufen, dann bleibt der Gegner natürlich am Anfang dran und ja, dementsprechend hat es bis zur, glaube ich, 45., 50. Minute ungefähr gedauert, bis wir uns dann letztendlich ein bisschen mehr absetzen konnten. Und ja, das ist natürlich nicht das, was wir uns vorgestellt haben und was wir uns vorgenommen haben. Was muss jetzt noch bis Sonntag passieren fürs Champions-League-Spiel? Ja, wir müssen uns natürlich wieder auf den Gegner vorbereiten und ja, müssen auf jeden Fall alle mit 100% Engagement hier am Sonntag auf der Platte stehen und dann glaube ich, dass wir am Sonntag hier auch ein gutes Spiel machen werden.